Und damit willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Ja, wir fahren trotzdem jetzt weiter hier. Ich habe zwar wieder gesagt, Offroad-Rennen, aber ich bin gerade hier so unterwegs und ich denke mir, gerade irgendwie Bock auf so ein Straßenrennen. Deswegen fahren wir jetzt das nächste Sprintrennen mit unserer Giddy Club Sport. Denke ich, dass wir den nehmen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Karre bis jetzt. 60 Sekunden erster. Nehmen wir mal an, hopp. Krieg mal hin. Ja. Schauen wir mal, ob die Kiste immer noch für die Rennen taugt oder ob wir da noch was machen müssen. Ah, die geben schon Zunder, die Jungs, ne? Okay, das war irgendwie doof. Ich hab gedacht, das wäre cool, aber doch nicht. Boah, jetzt habe ich gedacht, das ist... Na, egal. Ja, stimmt. Okay. So, ich muss die Jungs irgendwo ein bisschen aufholen. Habe ich jetzt geschafft. Wir sehen uns. So, jetzt hole ich mir dich. Okay, perfekt. Sind schon mal Erster. Wir sind schon mal Erster. Das haben wir schon mal geschafft, auf jeden Fall. Na sowas, ich bin Erster. Wow, Alter, was sind das für Kurven? Jetzt ist er wieder an mir dran. Das zahle ich dir heim. Ja. Und rum. Na komm. Boah, der lässt mich halt echt nicht vorbei, ne? Aber jetzt. Schön abgekürzt. Kann es sein, dass wir die Strecke irgendwie gerade zurückfahren? Ich habe irgendwie so das Gefühl. Also in die, wo ich hergekommen bin. Boah, nein. Alter, war das knapp. Boah, das hätte echt schief ausgehen können. Na, ist gerade noch so gut gegangen. Okay. Er versucht echt ranzukommen, aber... Verdammt, in die Wiese da, ey. Nein, nein, nein. Okay. Bin ich euch zu schnell? Okay, das war zu viel abgebremst. Und an die Leitplanke ran. Also heute geht irgendwie alles schief. Ich habe seinen Namen einfach gesehen, ey. Naja, was ist denn jetzt hier los? Wie kriege ich hier gerade gar nichts mehr hin? Irgendwas passt mit der Karre gerade nicht oder ich bin einfach zu blöd. Na komm. Und erster. Ja, es soll halt einfach mal so bleiben auch. Komm, komm, komm. Es darf hier echt nichts mehr schief gehen. Okay, hat funktioniert, hat funktioniert. Okay, gut. Puh, das war... Ich hoffe, die Wette hat fehlgeschlagen, verdammt. Blöd, blöd, blöd. Es war aber echt knapp. Es waren knappe 9 Sekunden. Also echt 8 und ein bisschen was. Naja, was soll's. Ich glaube, ich darf nicht wetten, dann läuft's besser. Dann läuft's besser. Wir nehmen die. Nitro. Kopf, okay. In Garage sichern. Sehr schön. Und das letzte Rennen. Wollen wir uns mit der Karre ranwagen? Wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Du bist einfach nicht zu schlagen, was? Richtig. Du hast dir ein Rennen gegen mich verdient, Morgan. Ich sag dir was. Zeig mir dein Feuer. Dann lege ich noch eine mächtige Leiche drauf. Du meinst dein Wrack? Wo ist es? Besieg mich, dann zeige ich's dir. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's echt spannend. Ob wir das mit der Kiste hinbekommen? Ich hoffe es. Ich habe Vertrauen in die Karre, aber ich glaube nicht, dass es einfach wird. Ich glaube es echt nicht. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich mag es, mir den Sonnenuntergang am Steuer eines Wagens anzusehen. Das stimmt. Ist echt cool. Oh fuck.
Ja, zu viel Sonnenuntergang. Zu viel Sonnenuntergang. Und zu viel Leitplanke. Pfosten. Dingensbummens. Fahren wir mal hier die schönen Bergstrecken hoch. Und übrigens, ich spiele das Ganze ja auf dem PC, wie ich das schon mal erwähnt habe. Und mit einem Xbox 360 Controller. Übrigens. So, die haben wir auch nochmal gut gemacht. Sehr schön. Okay. Ja, wie gesagt, ein Xbox 360 Controller. Bei Rennspielen spiele ich echt gern mit Controller. Shooter ist echt mies mit Controller. Das ist richtig räudig, finde ich. Und, ja, komm. Krieg mal auch schön. Die da vorne. Los. Das ist das Ziel. Ich möchte es noch schaffen. Ich weiß nicht, wie viel wir drauf haben müssen. Okay, ein Stern. Naja. Hätte jetzt mit was Besserem gerechnet. Ich glaube, dafür ist die Kiste ein bisschen zu langsam. Ja, Entschuldigung. Sieht schon irgendwie bossmäßig aus. Unglaublich, dass das Fortune Resort and Casino nach all den Jahren noch steht. Wir starten's jetzt einfach. Nein, ich schließe keine Nebenwette ab. Nee. 180 Sekunden. 180 Sekunden, so kurz ist es. Naja, die anderen waren ja auch nicht länger. Au, au. Bereit für den Tanz mit dem Tod, Morgan? Ja. Ich werde dich nicht schonen. Gut, ich dich auch nicht. Ich hab Angst. Ich hab irgendwie gerade Angst. Okay, Mann. Lass uns tanzen. Okay, die zieht mich. Ah ja. Ah, sie zieht mir halt echt die Abkürzungen auch ab, ne? Okay, ich glaube, ich verkack's. Ich verkack das richtig. Okay, ich muss reinkommen. Drift. Na, der war jetzt nicht so gut. Okay, schön um die Kurven rum. Ich merk's. Ist er. Komm. Wir kommen ran. Hey Kat, was soll dieser Kram mit dem Tod? Ach, das ist einfach nur Spaß. Meine Familie hat ein Bestattungsunternehmen. Und sowas trägt eben. Okay. Komm. Ich weiß. Die hängt einem schon echt hinten dran, ne? Das ist. Puh. Wieso bist du wieder zurück, Amigo? Ich will Rache. Ah. Verdammt. Daher das Feuer. Gefällt. Okay, und ab. Diese Bäume da gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist so. Ja, ich hab's gemerkt. Du hast einen schöneren Drift als ich hingelegt. Wisst ihr, irgendwann wird das Haus auch euch ins Visier nehmen. Die Typen sind Stadtratten. Hier draußen gibt's nichts für die. Wir lassen uns in Ruhe. Navarro begnügt sich nicht mit der Stadt. Ich kenne sie. Na, okay. Boah, es ist echt, es ist mega knapp.
Wo ist denn das Ziel? Also. Komm schon, Tyler. Du darfst die Führung jetzt nicht. Nein, nein, nein. Ich hab's verkackt. Schon wieder. Aber sie ist recht weit hinten dann doch. Ich darf es jetzt nur nicht überholen lassen, weil sonst. Ey, dann bin ich echt am Arsch. Aber es sieht gut aus. Es ist gerade ein bisschen ruhig. Da vorne ist das Ziel und ich schaff's. Bam! Huh! Nicht schlecht, Morgan. Der Tanz gehört dir. Sehr gut. Genial. Zack, die. Okay, bremsen. Okay. Speichern wir. Missionserfolg. La Katrina. Sehr schön. Dodge Charger. Sehr geil. Oh ja. Geil. Und Skyline. Noch einen. Type X. Auch cool. Wow. Also das ist schon echt cool. Rex. Mhm. Irgendwas ist anders. Ja. Ja, ist es. Viel Spaß mit dem Mustang, Morgan. Wir sehen uns. Mustang? Ah ja, okay. Wreck-Hinweise. Ich habe eine Spur zu einem alten Mustang. Tatsächlich? Aha. Ich musste mit dem Tod tanzen, um ranzukommen. Was? Ah, Graveyard Shift. Komm in die Werkstatt, wenn du ihn hast. Dann sehen wir, was wir daraus machen können. Okay. Mhm. Wo ist jetzt dieses... verdammt. Irgendwie... Wie finde ich jetzt dieses Wrack? Nicht entdeckt, okay. Das heißt, wir müssen es noch entdecken. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wo so eine Straße ist. Ist das eine... Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Ist das hier in der Nähe? Ich habe echt keine Ahnung. Schade, schade. Was haben wir denn hier? Draghändler. Achso, das war der Draghändler. Okay. Tuning Shop. Tankstelle. Tankstelle. Okay, wir gucken uns jetzt nochmal was an. Und zwar... Ah, das ist die. Okay, die müssten wir auch weitermachen. Die machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Racerhändler. Racerhändler. Sollten wir da mal hinfahren? Oder haben wir noch einen näheren? Irgendwo in der Umgebung. Drifthändler. Okay. Also die Wracks müssen wir mal gucken, wo wir die finden dann. Es wird mir ja hier noch angezeigt. Aber ich check's gerade irgendwie nicht so ganz. Falls da... Irgendjemand? Nee. Es könnte sein, dass das hier irgendwo ist, aber... Ich könnte ja mal hier hochfahren, theoretisch. Ja, macht es keinen Wegpunkt. Rauszoomen. Naja. Irgendwie hat es ja einen Wegpunkt, aber ich... Keine Ahnung. Jetzt macht... Ah, okay. Jetzt hat er eine. Können ja mal da oben gucken irgendwo, aber. Ich glaube nicht, dass wir da was finden. Sind auf jeden Fall die bestaufrüstbaren Autos, die es gibt. Auf jeden Fall. Ist schon mal interessant, aber das gucken wir uns wahrscheinlich dann am Ende irgendwann mal an. Ja, oder ein bisschen später, besser gesagt. Na, was ist los? Jetzt nochmal hier hoch.
ob da vielleicht irgendwas ist, aber ich glaube mal nicht. Es ist trotzdem recht weit auseinander alles irgendwie, ne? Also so klein ist die Karte jetzt doch nicht. Da haben sich ja viele beschwert, dass die Karte so klein ist irgendwie, aber es geht, finde ich. Dafür, dass man auch Offroad fahren kann und es wenigstens mal einen Tag-Nacht-Zyklus gibt, ist das schon mal in Ordnung. Ich frage mich, ob es regnet in dem Spiel, habe ich noch nie erlebt. Nee, ich glaube, hier ist echt nichts. Keine Ahnung, wir fahren noch ein bisschen hoch und dann würde ich sagen, war es das mit der Folge, wenn wir überhaupt hier hinkommen. Aber ich glaub's. Na doch. Geortet. Achso, das ist die... Ah, okay. Was hat es damit eigentlich auf sich? Das würde mich auch mal interessieren. Müssen wir die einfach nur finden, oder müssen wir die, wie jetzt beispielsweise in L.A. Rush damals, im Spiel zerstören irgendwie? Ich hab da keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen die einfach nur finden, aber es wird halt trotzdem markiert. Da bin ich auch noch nicht so schlau geworden. Ups. Aber guck mal, wir kommen ja hier trotzdem hin, ne? Ja, doch, gucken. Zack, und zerstört. Sehr schön. So funktioniert's also. Gut, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Und Plakatwinde, ah, okay. Okay, sehr schön, da kriegt man Geld und Erfahrungspunkte. Ja, dann war's das mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Dann gucken wir uns dann die Offroad-Rennen an weiter und schlagen die nächste Crew. Bis dann und ciao.